Da ist unser Baby drin. Ich bin so aufgeregt und ich will den Moment jetzt einfach festhalten. Wir dürfen jetzt unser Baby mit nach Hause nehmen. Oh mein Gott. Da sind schon die Sachen. Ah, ich bin so aufgeregt. Ich warte gerade auf meinen Mann. Ich glaube, ich hyperventiliere gleich. Der Wahnsinn. Hello, hello. Und da bin ich wieder und ich bin nicht zu Hause. Nein, den Einspieler, den ihr gerade gesehen habt, der ist von Mittwoch. Da wurden wir nämlich entlassen. Und ja, wir kommen hier einfach nicht raus. Ich bin nämlich schon wieder im Krankenhaus. Das ist mein Zimmer, das ich gerade eben bekommen habe. Das Begleitpersonenzimmer. Und ich habe mir jetzt gedacht, ich halte das alles mal fest, auch für mich, weil das alles ein bisschen viel ist. Und ich erzähle euch ein bisschen was. Ich sehe auch sehr fertig aus, weil ich sehr wenig schlafe, was ja normal ist, wenn man ein Neugeborenes bekommen hat. Aber das ist hier alles so durcheinander und auch so ein bisschen unstrukturiert und ja, deshalb bin ich halt auch total fertig, wie man sehen kann. Aber ich warte auf einen Anruf, dass ich wieder zum Baby kann und habe mir gedacht, ich nutze jetzt einfach mal die Zeit und erzähle euch ein bisschen was. Also, am Samstag ist ja unser Baby zur Welt gekommen und wir hätten eigentlich am Montag gehen dürfen. Dann hat sich aber herausgestellt, dass er Gelbsucht bekommen hat. Und also das war so in der Nacht. Und dann habe ich gehört, wie die Schwester vom normalen Kinderzimmer, sage ich jetzt einfach mal so, zu dem anderen Kinderzimmer, in dem halt die Kinder in dieses blaue Licht kommen. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das heißt. Ich bin ein bisschen durcheinander. Jedenfalls habe ich dann mitbekommen, wie die Schwester eben gesagt hat, ja, nee, wir haben jetzt keinen Platz, wir haben keinen Platz und so. Ich muss auch dazu sagen, dass in der Nacht, in der unser Schatz auf die Welt gekommen ist, 18 Kinder zur Welt gekommen sind. Und es wirklich sehr, sehr voll ist und sehr viel los. Die sind hier alle voll am Rotieren, gerade in den Kinderzimmern. Das habe ich jetzt auch schon öfters mitbekommen in der Nacht, wenn ich mal hergekommen bin zum Stillen, also in das normale Kinderzimmer, wie die Schwestern da rumrennen. Also das ist echt, also so voll Fließband, Akkordarbeit und konnte ich eben halt sehen, weil ich da gerade am Stillen war. Naja, jedenfalls habe ich mitbekommen, dass die Schwester gesagt hat, nee, wir haben jetzt hier keinen Platz und es geht jetzt nicht und so weiter. Und dann hat die andere Schwester mich dann eben so ein bisschen, ja, beruhigt und meinte, naja, nee, gut, dann kontrollieren wir das alles noch. Aber spätestens morgen können sie dann gehen, also Dienstag. Dienstag konnten wir dann auch wieder nicht gehen, da war der Wert so schlecht, also auf 18, dass er eben unter diese Lampe musste. Ich habe echt gedacht, ich bin im falschen Film, weil der Max schon alles gebracht hatte und mein Mann mich schon abholen wollte und so weiter. Aber natürlich geht die Gesundheit vor, also überhaupt gar keine Frage. Dann bleibt man natürlich, also das ist jetzt nicht das Thema, ne? Nicht falsch verstehen. Jedenfalls war es dann so, dass der Kleine quasi 12 Stunden da drunter musste. Und dann musste man nach 12 Stunden, also unter normalem Licht, schauen, wie er das Ganze hält. Und dann wird wieder Blut abgenommen an der Ferse halt und dann wird geschaut. Gut. Plötzlich, ja, war es dann Mittwoch und dann hieß es mittags um 4, obwohl wir eigentlich noch bleiben sollten, sie dürfen heim. Und ich war so glücklich, ich war so glücklich. Ich sofort meinem Mann geschrieben, oh mein Gott, wir dürfen heim. Und das war eben die Szene, die ihr gesehen habt. Ja. So, sorry. Also, viele sagen halt, naja, Gelbsucht ist überhaupt nicht schlimm. Haben viele Babys, das weiß ich. Nur als ich das erste Mal unseren kleinen Schatz in diesem Teil gesehen habe, ja, total verkabelt und diese Decken drüber, diese blauen Decken, da bin ich schon echt total erschrocken und das muss ich auch zugeben. Ich weiß, dass es durchaus Schlimmeres gibt, das ist auch überhaupt gar keine Frage. Aber für mich war halt im ersten Moment dieser Anblick schon echt schlimm. Und ich denke, das ist normal, ne? Wenn du da gerade ein Baby bekommen hast und es ist 3 Tage alt,
Ja, und dann hieß es, wie gesagt, wir dürfen gehen. Die Szene habe ich euch eingespielt. Und dann waren wir zu Hause und es war total schön. Wir sollten dann aber am Donnerstag nochmal kommen zur Kontrolle. Das habe ich dann auch gemacht. Eben gestern bin ich nochmal hierher gefahren. Das ist ja recht weit. Wir müssen ja recht weit fahren, aber meine Schwester ist ja aus London gekommen, extra für den kleinen Schatz, um ihn zu sehen. Allerdings nur 4 Tage. Okay, eine Heulpause nach der nächsten. Also nur 4 Tage. Es war eigentlich geplant, dass sie bis zum 26. bleibt. Aber mein Papa hat leider einen schlimmen Schlaganfall vor 2 Wochen gehabt. Und da habe ich zu ihr gesagt, sie soll lieber nach Italien zu meiner Mama, damit die nicht so alleine ist. Ja, das ist natürlich wichtiger. Und deshalb, ja, war es natürlich schön, dass ich dann heim durfte, damit die Steffi eben auch was von ihrem Neffen hat. Wir haben dann den Abend zusammen verbracht, denn wir waren erst um 19 Uhr zu Hause. Also um 4 habe ich erfahren, dass wir gehen dürfen und bis dann alles fertig gemacht wird, Ärztebrief und so weiter. Bis dann mein Mann da war, wie gesagt, wir haben ja eine weite Fahrt. Und es war dann total schön zu Hause. Und dann sind wir eben gestern Morgen nochmal hierher gefahren zur Kontrolle. Und da war der Wert grenzwertig. Und wir sollten heute nochmal kommen, um das Ganze zu kontrollieren. Jetzt ist die Steffi aber heute Morgen um 6 schon mit dem Zug eben wieder nach Frankfurt gefahren, an den Flughafen, um eben zu meinen Eltern zu fahren. Ja, und ich war dann hier um 11 und alles total positiv und noch gelacht mit den Schwestern. Und ja, dann hat sie ihm Blut abgenommen, dann kam sie zurück und meinte so, nee, der Wert ist wieder total schlecht. Und ich habe die angeguckt so, bitte was? Also ich konnte es irgendwie gar nicht glauben. Also der war dann wieder gestiegen auf 18 und jetzt liegt er halt wieder unter der Lampe. Ja, und zwar 12 Stunden. Da wird dann jetzt einfach wieder geschaut und dann wieder Blut abgenommen, heute Nacht dann um 4. Naja, also wie gesagt, es gibt natürlich Schlimmeres. Ich hoffe, dass es sich jetzt bessert auf jeden Fall. Wie gesagt, Gelbsucht ist ja, haben ja ganz, ganz viele Babys und wir haben auch viele gesagt, ja, jetzt macht ihr keine Sorgen, das ist alles nicht so schlimm. Klar, das ist gar keine Frage, nur muss ich halt unglaublich viel auch sortieren in meinem Kopf, muss das auch erstmal verarbeiten. Das verstehen scheinbar auch viele nicht, weil meine anderen Kinder das nicht hatten. Also kenne ich mich damit überhaupt nicht aus. Und ich muss natürlich zu Hause auch viel organisieren und planen. Da muss es ja auch weiterlaufen, ne? Natürlich, wie gesagt, also bitte nicht falsch verstehen, der Kleine geht jetzt vor. Und dass meine Schwester jetzt nur einen Tag mit uns zusammen sein konnte, ist natürlich traurig, aber meine Güte, ne? Also es wird noch genug Zeit geben. Also für alle, die sich jetzt denken, hä, wieso konnte die nur einen Tag hin? Wir mussten halt immer schauen, dass jemand da ist, der die Steffi auch hierher fährt, ne? Das geht ja nicht jeden Tag und nicht ständig, weil weite Strecke, viel Arbeit bei uns. Mein Mann kann nicht jeden Tag hierher fahren. Dann ist meine Freundin hergefahren, dann ist mein Max hergefahren mit der Steffi, also das hat schon ganz gut gepasst. Ja, naja, gut. Jetzt hoffe ich, dass die mich mal anrufen aus dem Kinderzimmer, damit ich meinem Schatz ja, was zu essen gebe. Also es ist halt wichtig, dass er viel trinkt und so viel pieselt wie möglich und Stuhlgang hat wie möglich, damit das alles ausgeschieden wird, ne? Genau. Ja, und ich bin hier in diesem geilen Zimmer. Und denke mir so, scheiße. Naja, also ich wollte es jetzt einfach mal festhalten. Sorry. Und ja, es war jetzt wahrscheinlich auch alles total durcheinander. Aber das war jetzt einfach mal ein kleines Update. Wie gesagt, auch für mich. Und ja, jetzt schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Genau. Und ja, ich bin verwirrt. Also dann bis zum nächsten Update, würde ich sagen. So, ich gucke jetzt lieber mal nach meinem Schatz. Da ist übrigens meine Fruchtblase geplatzt. Und dann muss man da vorlaufen. Und dann meinte mein Mann, soll ich Notarzt rufen? Brauchst du einen Rollstuhl? Nein. Da ist ja schon der Kreis. Aber total süß von meinem Mann. Naja, jedenfalls schaue ich jetzt mal nach unserem Spatz. Weil die ihm das erste Mal, also an dem ersten Tag, auch einfach Pulvermilch gegeben haben. Ich bin so ausgerastet. Ich war so sauer. Ich finde, das geht gar nicht. Dann haben sie ihm
Glucose einmal gegeben, um ihm Blut abzunehmen, damit er halt lieb ist. Und wenn der satt ist, dann braucht er das nicht. Oh, ich finde, das sind so Sachen, die müssen einfach abgesprochen werden, ne? Naja, gut. Ich schaue jetzt einfach mal. Guten Morgen, Krankenhausromantik. Ich melde mich jetzt noch mal ganz kurz bei euch. Es ist wieder einiges passiert. Also, passiert. Ich wollte es nur wieder ganz kurz festhalten. Und zwar ist heute Sonntag. Ich warte jetzt auf die Ergebnisse. Nach den 12 Stunden war der Wert bei 14,9 unter der Lampe. Und dann musste er 12 Stunden quasi ganz normal da liegen in dem Wärmebettchen. Und dann wurde nochmal Blut abgenommen. Und gestern Abend um 6. Da war der Wert bei 13,9. Genau. Und jetzt musste ich die Nacht nochmal da bleiben. Jetzt ist Sonntag quasi. Jetzt warte ich auf die Ergebnisse. Ich bin schon sehr gespannt. Ich bin sehr müde, weil ich natürlich wenig schlafe. Ich denke, das ist ganz normal. Aber hat sehr gut geschlafen. Und zwar 4 Stunden am Stück. Was auch super ist, jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich ein bisschen was abpumpe, damit er dann einfach auch gleich was hat. Ich schaue jetzt einfach mal. Ich warte auf die Visite. Die sind alle super, super nett in dem Kinderzimmer, in dem er ist. Ich habe auch der einen Krankenschwester so ein Blumengesteck geschenkt. Also die hat so eine liebe Art, Dinge zu erklären, ganz ruhig zu erklären. Für mich sehr, sehr gut aufgehoben. Wirklich, also überhaupt keine Frage. Und die hat sich so doll über diesen Blumenstock gefreut. Also meinte auch, das ist nicht selbstverständlich, dass sie da was bekommt. Aber so das war mir so eine Herzensangelegenheit, dass sie so eine Aufmerksamkeit einfach von uns bekommt. War super, super lieb, super kompetent. Also alle, muss ich schon dazu sagen. Aber die war so ganz besonders lieb zu unserem Schatz. Und das hört sich so blöd an. Also die anderen waren auch lieb, logischerweise. Die machen ja ihren Job. Aber die hat so eine Art gehabt zu erklären, da habe ich mich echt wohl gefühlt. Ne? So dass, also das nicht selbstverständlich ist, dass sie denkt, wir müssen das jetzt alles schon wissen. Auch wenn ich so nochmal eine Frage hatte. Und die hat sich so riesig über diese Blumen gefreut, also über dieses Gesteck. Oh, es war so herzergreifend. Aber es war mir echt ein Bedürfnis, ihr da einfach was mitzubringen von Herzen, eine Kleinigkeit. Also ja, da hat sie gesagt, da wird sie immer an uns denken, weil das kann man dann auch noch in den Garten pflanzen. Ja, naja, egal. Also das ist ja auch völlig unwichtig, was erzähle ich das jetzt gerade überhaupt, ne? Aber die ist mir halt voll ans Herz gewachsen, die Krankenschwester. Und heute ist ja der 3. Advent. Es wäre schon schön, wenn wir heim könnten. Aber natürlich ist es wichtig, dass der Wert einfach bleibt und dass es unserem Schatz gut geht. Ich bin hier halt ganz alleine, was ja normal ist als Begleitperson. Und ja, wenn man so alleine ist, ist es echt doof. Und bis ich dann immer hier oben bin, dauert es einen Moment. Ich renne dann, wenn die mich anrufen. Aber das ist alles überhaupt kein Problem. Ja, jetzt schauen wir einfach mal. Das einzig Blöde ist halt das Zimmer unten. Das ist so total abgelegen, so ein ganz langer Flur, ewig dunkel. Und ich habe schon echt ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin, immer wenn ich dort im Zimmer alleine bin. Ich schließe dann auch gleich ab. Und ja, ich habe auch super schlecht geschlafen. Die Matratze, das ist so Plastik und da schwitzt man voll. Außerdem wartet man ja eh immer auf einen Anruf dann, ne? Dass man dann zum Stillen kommen soll. Also so richtig ausruhen kann ich mich da nicht. Aber ist ja auch nicht schlimm. Ja, deswegen habe ich auch Augenringe des Grauens. Ich habe überhaupt keine Ängste. Am Anfang hatte ich schon Ängste, weil der ja total verkabelt war und zugedeckt mit so einem blauen Tuch. Und ich hatte dann einfach Angst, dass die das mal nicht sehen, wenn er keine Luft kriegt oder so. Voll der Quatsch, weil da sind ja die Monitore. Aber ich hatte da so Kopfkino, kann es euch gar nicht beschreiben. Wahrscheinlich denkt ihr jetzt, okay, jetzt ist er völlig übergeschnappt, ne? Die anderen Jungs hatten das halt nicht. Eigentlich haben es ja 60% der Kinder, hatte ich euch, glaube ich, schon erzählt. Aber das eigene Kind dann halt da so zu sehen, das war halt schlimm. Aber das habe ich euch schon gesagt. Jetzt natürlich habe ich mich informiert und die sind alle total lieb. Jetzt weiß ich, dass es im Prinzip nichts Schlimmes ist, aber es war halt trotzdem für mich
oder für uns, ja, schlimm. Ja, okay, also dann warte ich jetzt mal die Ergebnisse ab und dann würde ich mich einfach nochmal melden. Und dann schauen wir mal. Sorry, dass ich so außer Atem bin. Ich überlege gerade, ob ich nochmal was abpumpen soll. Ja, oder ich gehe jetzt einfach direkt mal vor ins Kinderzimmer. Die rufen auch nicht an. Scheinbar schläft er noch. Ich war da immer total unruhig. Schlimm, ne? Okay, also ich melde mich nochmal bei euch. Weiß gar nicht, ob ich dieses Video hochladen werde. Vielleicht habe ich es dann auch einfach nur für mich so nochmal als, ja, dass ich nochmal weiß, wie das alles gelaufen ist. Und hier bimmelt es die ganze Zeit. Okay, also wir sehen uns später. So, es ist soweit. Endlich kommt unser Schatz da raus. Ich bin so aufgeregt. Oh mein Gott. Ja. Und dann wird er angezogen und dann geht's nach Hause. Die Jungs sind auch schon total aufgeregt und freuen sich. Es wird Zeit, dass wir jetzt heimkommen. Yay. Oh Mann, was für ein Gefühl.